Heute mache ich nochmal ein Video über den Kauf eines Mofas, aber dieses Video richtet sich eher an Buster bzw. an Mofas, die nicht laufen. Also erstmal, wann sollte man sich ein Mofa kaufen, was nicht läuft? Im Endeffekt sollte man sich vielleicht dann kaufen, wenn man nicht so viel Geld hat und man sollte genau darauf achten, was für ein Mofa ist, weil eventuell lohnt es sich, das zu reparieren und man kommt dann deutlich günstiger weg als ein fahrbereites Mofa und somit erspart man sich dann einiges an Geld. Kommen wir somit also auch zu Tipp 1. Mein Tipp 1 ist, achtet auf jeden Fall darauf, dass das Mofa einen Zündfunken hat. Hat das Mofa nämlich keinen Zündfunken, liegt das Problem oft in der Zündung und dies kann sehr problematisch werden, weil man dafür den Motor komplett auseinandernehmen muss und das ist sehr viel Arbeit. Da gibt es deutlich einfachere Methoden, Mofa fahrbereit zu machen. Eine einfache Methode wäre zum Beispiel, wenn der Zündfunken da ist, dass ihr dann weiter guckt und dann zum Beispiel den Vergaser reinigt und solche kleinen Probleme erledigt und somit das Mofa zum Fahren bekommt. Das ist deutlich weniger Arbeit, ihr erspart euch Geld und habt meistens nicht mehr Kosten. Kommen wir aber nur zu Tipp 2. Tipp 2 handelt von den Papieren des Bastlerfahrzeugs. Habt ihr Papiere, könnt ihr euch glücklich schätzen, allerdings werden die meisten von euch keine Papiere haben, weil man so keine richtigen Schnäppchen machen kann. Habt ihr keine Papiere, müsst ihr darauf achten, dass der Käufer euch eventuell eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei einholt oder einen Kaufvertrag besorgt. Das ist wichtig, denn wenn ihr euch später Papiere beantragen wollt, um das Mofa dann zu fahren, braucht ihr diese Unbedenklichkeitsbescheinigung der Polizei. Und wenn das dann als gestohlen gemeldet wurde, dann habt ihr im Endeffekt das Problem, das Mofa wird sofort eingezogen und ihr habt keinen richtigen Kaufnachweis, weshalb das Mofa dann nicht mehr in eurem Besitz ist. Das gleiche gilt auch übrigens für Roller, also da sollte man auch mal die Rahmennummer prüfen oder gucken, dass man irgendwie sich einen Kaufvertrag einholt. Kommen wir aber jetzt noch zum dritten und letzten Tipp. Achtet darauf, dass das Mofa die Originalteile und den Originallack hat. Ja, wieso ist das eigentlich so wichtig? Problem ist, wenn das Mofa nachlackiert wurde oder irgendwelche Teile verändert wurden, sinkt meist der Wert. Somit kauft ihr für einen günstigen Preis, allerdings ist das Mofa auch nicht viel wert. Somit habt ihr im Endeffekt wahrscheinlich sogar ein Verlustgeschäft gemacht. Wenn sich jetzt noch welche die Frage stellen, wie sie denn den Originallack erkennen können, da sage ich euch ganz ehrlich, guckt mit dem Auge genau hin. Meistens ist bei nachlackierten Mofas eine Lacknase zu erkennen oder irgendwelche Farbveränderungen, die bei dem Originallack nicht auftreten. Und wichtig ist vielleicht noch, guckt, in welchen Farben euer Mofa damals produziert wurde. Wurde es in Schwarz, Blau und Gelb produziert, ist es unrealistisch, dass es jemand anderes in Rot verkauft und es als Originallack angibt. So, das soll es mit diesem Video auch wieder gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst doch einen Like da, damit ich weiter solcher Videos mache. Wollt ihr auch die anderen Videoreihen nicht verpassen, würde ich mich auch riesig über ein kostenloses Abo freuen.